So, nun zum Vortrag von Emanuel. Es geht, und das muss ich wirklich vorlesen, um eine Inspire-GDI, die basiert auf den besten Open-Source-Komponenten. Das ist ein starkes Statement und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, danke, danke Jan. So, willkommen zu meinem Vortrag zur GeOrchestra, zu die Open-Source-GDI. Ich habe letztes Jahr schon einen Vortrag gemacht zum Stand von GeOrchestra, so ich werde die Version 17.12, so das gerade Ende letztes Jahr veröffentlicht wurde, vorstellen. Zu meiner Person, ich heiße Emmanuel Bello, ich bin Leiter der Geospatial Abteilung bei Chem2Camp. Und Chem2Camp ist ein Open Source Hersteller und Integrator auf drei Länder, das heißt in der Schweiz, in Frankreich und auch in Deutschland, mit der Niederlassung Linuxland in München. Wir sind 80 Mitarbeiter und wurden 2001 gegründet, das heißt mehr als 15 Jahre Open Source Erfahrung jetzt. Zu den Abteilungen, so Geospatial ist die größte Abteilung. Wir machen traditionelle WebGIS, Webmapping, GDI, mobile Anwendungen für Geospatial, 3D virtuellen Globus, Business und Infrastruktur. Und vielleicht, was interessant ist, die Konstellation von Chem2Camp, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Geospatial und Infrastruktur, das ist heutzutage, es ist eine wesentliche Herausforderung, eine skalierbare Geodateninfrastruktur zu planen, zu installieren, zu warten, zu skalieren. Und dank der Zusammenarbeit schaffen wir das, denke ich, gut. Also, zur GeOrchestra. Was ist der Konzept hinter einer GDI wie GeOrchestra? Ist, dass man hat eigentlich mehrere GDI, wie in Deutschland, föderalistische Länder. Wir haben mehrere GDI, die möchten Dienste und Daten austauschen. Das heißt, wir entwickeln auf Basis von OGC-Diensten. Natürlich in einer GDI, es gibt auch Fachanwendungen, die auf diese Dienste zugreifen und externe Anwendungen, die auch auf diese Dienste zugreifen. So den Kernpunkt, dass die Interoperabilität funktioniert auf Basis von OGC-Standards, das ist sehr wichtig, weil das ermöglicht die Zusammenarbeit sämtlicher Komponenten. So, GeOrchestra, wir haben das als Grundsatz genommen und auf Basis von bestehenden Komponenten wie GeoServer, GeoNetwork und weitere. Wir haben so eine modulare Interoperabilität Geodateninfrastruktur entwickelt. Das hat man im Jahr 2009 gemacht, das war für Region Bretagne in Frankreich. Ich war damals Projektleiter für dem Projekt und es wurde als Open-Source-Lösung veröffentlicht und jetzt hat sich eigentlich das Ganze gewachsen, dass eigentlich ein Drittel der französischen Regionen nutzen diese GDI für deren Plattform, aber auch Großunternehmen wie Deutsche Telekom in Deutschland nutzen auch GeOrchestra für deren Glasfaserausbauplanung zum Beispiel. So, wie sieht es aus? Es ist modular, das heißt, das erste zentrale Punkt, das ist die oben rechts, der zentrale Application, das heißt, alles geht über einen Proxy, der ermöglicht den Benutzer, sich anzumelden. Und dieser CAS gibt dann weiter Username-Rollen an den unterschiedlichen Komponenten. Man sieht, dass es gibt GeoServer oben links mit einem kleinen, das heißt, in der letzten Release, die letzte Release von GeoServer drin. Es gibt GeoNetwork als Metadatenkatalog, auch mit der letzten Version von GeoNetwork, das heißt, wenn man GeOrchestra installiert, man bekommt auch GeoNetwork 3.4 mit. Es gibt einen Viewer, es gibt ein Modul, um Daten zu extrahieren, Download, Datenvorbereitung, es gibt einen Caching-Mechanismus mit GeoWebCache, auch ein berühmtes Open-Source-Komponent. Es gibt eine Konsole, um seine Benutzer zu verwalten oder Rechte zuzuweisen, ein Atlas-Modul für Print-Reporting und so weiter und GeoFence auch für Sicherheit, um Webdiensten zu sichern. Man sieht, es gibt eigentlich alle benötigten Modulen, um eine
vollständige Idee, die Funktionalität, vollständige Funktionalität anzubieten. Und den modularen Aufbau von GeOrchestra erlaubt, dass man regelmäßig die Versionen der unterliegenden Komponenten upgradet mit jedes neuen jährlichen Release. Wenn man baut zusammen so viele Komponenten, es muss auch sehr, sehr, sehr viel getestet werden, sondern man hat etwas Unstabiles. Das heißt, ja, ich denke, das ist ein wichtiges Element. Wir haben auch zahlreiche Jenkins oder Continuous Integration, so Tests, die ermöglichen, und die laufen täglich, und das ermöglicht zu identifizieren, falls es gibt ein Problem in einer der unterliegenden Komponenten, GeoServer, GeoOrchestra, GeoNetwork zum Beispiel, aber auch um den reinen GeoOrchestra-Projekt, der macht die Verbindung zwischen den Komponenten. So, zahlreiche Tests laufen auf eine reguläre Basis und bei jedem neuen Commit auch oder Pull-Request. Und diese CI, Continuous Integration, die bildet auch Debian-Packages, RPM-Packages, Docker-Images, sodass man diese GDI auf zahlreiche unterschiedliche Umgebungen installieren kann. Und dann natürlich auch Website und weitere Elemente sind auch mit dieser CI verwaltet. Ich habe schon gesagt, dass Interoperabilität ist ein wichtiger Aspekt. Natürlich um die OGC Standards wie WMS, WFS, WFS Transactional, WMTS, CSV, WCS und weitere, sodass zum Beispiel QGIS, ArcGIS als Client diese nutzen können. Es gibt auch ein Vector Tiles Endpoint, das heißt, man kann die Vector Tiles mit GeoServer, mit der letzten Version von GeoServer nutzen. Und es gibt auch REST APIs, wie zum Beispiel Server REST API oder die GeoNetwork REST API, die ermöglichen für bestimmte Fälle einfacher oder schneller an den Daten zuzukommen. Und der Komponent, der Swiss Army Knife in dieser GeoOrchestra-Plattform, auf diese Java-Plattform, ist natürlich GeoTools, die Abstraction Library, die ermöglicht, zahlreiche Datenformate und zahlreiche Dienste zu lesen oder zu schreiben. Das heißt, hier hat man Zugriff auf eine sehr breite Datenformate. So, ich habe gesagt, Interoperabilität, es ist natürlich mit den externen Elementen, aber auch Modularität innerhalb der Komponenten. GeOrchestra ist auf Basis von Spring Framework aufgebaut. Und das heißt, wir haben hier ein Projekt gemacht, wo wir in Zusammenarbeit mit der Firma Terrestris, wo wir Shogun als Komponent oder in Zusammenarbeit mit GeOrchestra eingebaut haben. Das heißt, mit diesen Modulen, es ist durchaus möglich, die GeOrchestra-Basis zu nehmen, Sicherheits-, GeoServer, GeoNetwork und noch den Viewer von Shogun zu benutzen, anstatt den Viewer von GeOrchestra. Oder ein Teil der Administration-Möglichkeiten von Shogun anstatt der Elemente von GeOrchestra. Diese Modularität ermöglicht in dieser Java-Welt auch sehr breite Einsatzmöglichkeiten. Und das ist eigentlich uns gelungen sehr schnell. Es war kein langes Projekt, um diese modulare Zusammenaufbau zu machen. So, ich denke, es ist ein Weg, der sehr interessant ist, auch für die Zukunft. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Zusammenarbeit der Infrastrukturteam bei Camp2Camp ist uns wichtig und bietet einen großen Vorteil. Und ein Element dieser GDI, GeOrchestra, ist diese Möglichkeit, auf zahlreiche unterschiedliche Plattformen die zu deployen. Das heißt, üblicherweise, oder man hat die eigentlich auf Debian unten rechts mit Debian Packages installiert. Dann hat jemand in der Community eine Ansible Recipes bereitgestellt, sodass man das auch mit Ansible installieren kann. Dann haben wir auch Docker-Containers vorbereitet, sodass man auf einen Rechner, auf einen Entwicklungsrechner zum Beispiel, die GDI installieren kann. Dann mit einer bestimmten Composition
die ermöglicht, eigentlich in 10 Minuten einfach die GDI zu installieren und zu starten. Sehr, sehr effizient. Und zurzeit laufen zahlreiche Regionen auf Basis von Rancher. Das ist ein Orchestrierungssystem, das ermöglicht, mehrere Docker-Containers auf mehreren Hosts zu verteilen. Und wir haben auch letztlich in den letzten Monaten GeoOrchestra auf Basis von OpenShift deployed und installiert. Das heißt, wir haben jetzt auch Helm-Packages, sodass man schnell GeoOrchestra auf OpenShift installieren kann. Man sieht, es gibt wie eine, vielleicht hätte ich es auf die andere Richtung darstellen, aber man hat wie eine vielleicht langsam alte Welt mit den Debian traditionellen Installationen und die ganzen Mechanismus jetzt, die eigentlich viel Momentum haben. Und ich denke, dass wir da weiterhin so wachsen. So, ich werde jetzt noch einige Folien zeigen zum eigentlich Benutzeroberflächen von GeoOrchestra. Vielleicht noch kurz, Sie sehen im Header, es gibt Catalog, Viewer, Extractor, Service und Verwaltung. Das ist auch eine Neuigkeit von der letzten Version. Das ist auch die eigentlich Übersetzung von nicht die Komponenten unterhalb, aber die GeoOrchestra-spezifischen Elementen. Und das ist ein Beitrag von der Region Alsace in Frankreich, wo wir GeoOrchestra installiert haben. So, ganz schnell, es basiert auf GeoNetwork 3.4, das heißt, Sie können mit den Inspire View die Dienste und die Daten dort beschreiben. Das heißt, die Dienste und die Daten, Metadaten, einmal die beschreibt sind, kann man die dann veröffentlichen. Da hat man für den Benutzer eine Darstellung der Elemente. Man kann das auf eine Karte darstellen oder per CSV oder API veröffentlichen. Die Daten der GDI, die werden in eine PostgreSQL, PostGIS Datenbank oder als zum Beispiel GeoTIFF Files, vielleicht auch mit einer Cloud-optimierte Struktur, sodass man diese Files auf einem S3-Bucket zum Beispiel speichern kann und über den GeoTools dann herauslesen können. Dann natürlich, es gibt GeoServer, das ist der bekannte GeoServer, der in zahlreichen Einsatz ist, so für die WMS, WFS Veröffentlichung. Natürlich, es gibt ja die Möglichkeit, Daten zu suchen über die GeoNetwork Benutzeroberfläche, über Keywords oder weitere oder Diensten zu suchen. Und dann in den Viewer, das heißt in der MapFish-App, es ist möglich, da über mehrere Zugänge auf eine Datei oder auf ein Layer zuzukommen, über den Katalog, wo man da vielleicht einen freien Text angibt. Und da findet man dann ein Layer mit einer Vorschau, das man dann laden kann. Oder über ein Thesaurus, wo man auf bestimmte Keywords dann suchen kann. Oder über ein OGC-Server, wo man einfach den Get-Capabilities gibt. Und da sucht man innerhalb von Get Capabilities auf bestimmte Elemente. Oder man kann natürlich auch eine Datei, ein KML, ein Shape als ZIP, kann man das auch hochladen und auf dem Viewer darstellen. So. Wenn man einmal, dass man seine Karte vorbereitet hat, es ist auch möglich, die Karte zu teilen, indem man einen Permalink vorbereitet und weiterleitet. Und man kann das auch als Map-Kontext, als so WMC, Webmap-Kontext, kann man das auch speichern und dann wieder eröffnen als Datei. Es basiert auf OGC-Standards, das heißt einmal, dass man ein WMS liest, dann kann man es dann auch stilisieren oder filtrieren, wie man es möchte. Das heißt, hier nutzt man in GeoOrchestra die Vorteile vom eigentlich und den kartografischen Motor, der unterhalb von GeoOrchestra liegt. Das ist dank dem modularen Aufbau, so Styling, aber auch WFS-Styling, wenn man es möchte. Man kann natürlich abfragen mit bestimmten alphanumerischen Kriterien,
Und da hat man unterhalb auf eine Tabelle die Ergebnisse oder geografische Filtrierung, indem man Polygon zeichnet und dann sagt, okay, ich möchte alles, was drin ist, zum Beispiel, oder in Zusammenarbeit mit den Attributen. Wir können Buffer rund um Objekten machen. Erfassung und Objekte editieren ist dank WFST auch möglich für alle Daten, die so per GeoServer so veröffentlicht sind. Und dann der Benutzer, der kann, oder der Administrator oder die Plattform, die kann noch weitere Elemente implementieren, wie hier zum Beispiel eine Street View Integration, indem man klickt auf diese Kreuzung und sieht man, und das ermöglicht genau zu sehen, wie es aussieht, zum Beispiel. Oder die Möglichkeit, hier so Atlas zu drucken, indem man zum Beispiel sagen wird, ich möchte die ganze Gemeinde zu diesem Maßstab drucken mit dieser Legende und dann ein Folio-Atlas wird vorbereitet und als PDF zum Download angeboten. Natürlich Data Extraction. Wir haben gesehen, dass heute Morgen es ist wichtig, Files eigentlich als Download anzubieten, neben den Diensten, aber auch dem Weg hier mit Extraction ist auch interessant. Das heißt, der Benutzer, der kann wählen, für welche Ausdehnung er seine Datei möchte, in welchem Format, in welcher Auflösung, in welcher Projektion. Und dann der GeoTools Backend überarbeitet das auf Basis der Standards, WCS oder und packagt das in ein Zip und sendet den Link zum Download an den Benutzer. Das heißt, freie Möglichkeit, Daten zu extrahieren. Mit der Möglichkeit für den Manager der Plattform, den Plattformmanager, die Jobs zu verwalten. Dann natürlich, es ist erweiterbar, das heißt, in Frankreich, man hat so wie Alkis, aber die Möglichkeit, so das Kataster herunterzuladen für ein bestimmtes Gebiet oder ein bestimmtes Datum. Oder es gibt die Möglichkeit, innerhalb der GDI wie eine Dropbox, das heißt, können sich anmelden an der GDI mit deren Username und Passwort und haben auch die Möglichkeit, dort Datei hochzuladen, um die dann mit bestimmten Mitarbeitern dann auszutauschen. Das heißt, es ist auch möglich, zum Beispiel, ich weiß nicht, man könnte sich vorstellen, man macht ein QGIS-Projekt, der nutzt die Dienste von der GDI und dann teilt man sich den QGIS-Projekt mit weiteren Benutzern der GDI, sodass die auch es weiter benutzen können. Und das ist die gleiche Authentification wie bei der GDI. Man hat den gleichen Zugriff auf die Dienste. Und es läuft alles auf deren eigenen Server wie die anderen Elemente der GDI. Okay, die Community hat weitere Features selbst entwickelt und zur Verfügung gestellt. Ja, ich habe gesagt, es gibt so ein Single Sign-On. Das heißt, man kann alle üblichen Elemente sichern, via ein LDAP für die Benutzermanagement, Metadata, Dienste und Feature zum Beispiel. Und man kann auch weitere Elemente hinter dieses Sicherheitsproxy einbauen. Ja. So, weitere Elemente wie Benutzerverwaltung mit bestimmten räumlichen Kompetenzen, Zonen zum Beispiel. Oder ein Tool, SDI Consistency, das ermöglicht zu überprüfen, dass alle Dienste in einem Metadata vorhanden sind oder alle Daten, die zur Verfügung gestellt sind, auch dokumentiert sind und umgekehrt, sodass die Konsistenz der GDI gecheckt wird. Und es gibt auch einen ganzen Teil von Monitoring, so hier zum Beispiel, welche Benutzer machen welche Requests zum Beispiel und auch umgekehrt die Systemmonitoring, wo man weiß, für welchen Server, wie viel Load und wie viel Memory und so, solche Elemente. Das heißt, entweder von den fachlichen Aspekt oder von den System-Administration Aspekt. So, hier die Architektur. Ich werde das nicht in Detail vorstellen. Zu sagen, es ist eigentlich alles hinter ein Sicherheitsproxy. Es wird alles über Dienste zur Verfügung gestellt und man stützt sich auf die besten Open-Source-Komponenten, GeoNetwork, GeoServer, GeoWebcache und weitere Komponenten.
Und ja, genau, wie ich es schon gesagt habe, es ist auch möglich, so Shogun in oder mit Georgia zu benutzen. Das heißt, man kann auch zum Beispiel bestimmte Elemente hier wie die neue XJS Viewer von Shogun benutzen oder den zukünftigen React.io Viewer benutzen. Ja, und noch einige Elemente wie so hier das Rancher-Katalog, das heißt, alle diese Komponenten, die sind zur Verfügung als Composition für die Benutzung der GDI in ein Orchestrierungssystem. Oder hier eine OpenShift-View von einigen der Komponenten, hier zum Beispiel der CAS, so die Authentication, die funktioniert auf einem Pod in dieser Deployment. So, die Roadmap, die Community, die Georgia Community trifft sich in Juni in Paris. Ich bin für das nächste Viewer, weil der basiert noch auf OpenLayers 2. Das heißt, es ist ein Thema für dieses Jahr, Neuaufbau vom Viewer. Und natürlich, es wird ein responsive Viewer sein mit 3D-Möglichkeiten, so State of the Art. Und Sie finden sämtliche Informationen auf Internet, zum Beispiel georgestra.org als Webseite. Alle Komponenten sind dokumentiert und der Code ist auf den GitHub. Und es gibt auch Mailingliste, wo man sich erinnern kann. Und natürlich Camp2Camp als Open-Source-Hersteller steht auch zur Verfügung, um zu helfen für die Installation oder für die Weiterentwicklung oder Pflege der GDI. So, danke für die Aufmerksamkeit.